Hätte ich das nur vorher gewusst, dann hätte ich mir viel Zeit, Ärger und Geld gespart. Und vor allem diese Ängste. Und jetzt denkst du dir, von was redet dieser Kerl? Diesen Satz, hätte ich das vorher gewusst, den haben bestimmt von euch schon ganz, ganz viele gesagt und sich bitterlich geärgert. Und ja, man lernt bekanntlich von Fehlern. Letztendlich ist es kein Fehler, aber ich habe es schon seit Monaten hier liegen und ich war einfach zu faul, das Ganze zu installieren. Um was geht es? Es geht um Überwachungskameras. Ich wurde nämlich von Reolink gefragt, ob ich das Ganze nicht ausprobieren möchte. Und jetzt komme ich zu dem Thema, hätte ich das nur vorher gewusst, denn bei mir wurde versucht einzubrechen. Und das ist so ein Thema. Ihr wisst, diejenigen, die mich kennen, ich achte immer sehr auf Sicherheit. Ich habe in meiner alten Werkstatt auch ganz, ganz viele Vorkehrungen getroffen. Ich bin einfach ein Mensch, der auf diese Sicherheit sehr, sehr achtet. Und vielleicht ist es auch ein kleiner Kontrollzwang, dass da nirgendwo jemand eindringen kann. Und wo ich damals hier die Werkstatt bezogen habe, hatte der Voreigentümer schon bereits eine Alarmanlage installiert. Diese Alarmanlage haben auch viele von euch erkannt, wie das Ganze funktioniert, aber es war ohne eine Videokameraüberwachung. Und da kam vor ein paar Monaten Reolink auf mich zu. Und haben mich gefragt, hey, hast du nicht Lust, ein paar Produkte von uns zu testen, beziehungsweise such dir was aus? Und dann dachte ich so, hey, das passt ja richtig gut. Bewertungen waren sehr gut im Internet. Und die Produktanzahl oder das, was sie so angeboten haben, war auch sehr, sehr umfangreich. Ich muss zugeben, ich kannte mich bis dato mit diesem Thema noch nicht wirklich aus. Aber ich habe jetzt vor 2 Tagen angefangen, die Kameras zu installieren und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert, weil man kann das Ganze per Smartphone steuern, unterwegs, man kann die Kameras am WLAN anschließen, am Stromnetz, man kann die ohne Strom bedienen, beispielsweise mit einem Solarpanel. Du kannst die Kameras auch irgendwo im Wald installieren, beispielsweise bei uns am Leuchtturm mit einer kleinen Nano-SIM. Ja, und das alles zeige ich euch gleich, aber vorweg möchte ich euch mal den Einbruchversuch zeigen, besser gesagt, ja, passiert wahrscheinlich jeden von euch und ich möchte euch irgendwie den Fehler ersparen, deswegen möchte ich euch das mal ganz kurz zeigen. So ein Fenster hier, das hatte ich mal vor, ziemlich heiß, hatte ich mal vor 1 Jahr ungefähr getauscht gehabt. Und darüber gibt es auch Videos, wie du so eine Haustür, so ein Fenster wechseln kannst, auch über diese Holzfassade hier. Und den Fehler, den ich gemacht habe, ich hatte das Fenster auf Kipp gestellt. Es war vielleicht meine eigene Dummheit oder hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich wahrscheinlich meine Kameras vorher installiert. Dann hätte ich gesehen, wer sich hier reinbewegt hat. Natürlich ist das Ganze versichert, aber es ist ein mulmiges Gefühl, wenn man weiß, dass jemand hier drinne war. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, hast du selber Schuld, hättest du mein Fenster nicht auf Kipp gemacht. Ich habe auch einen Rollladen, den habe ich aber nicht runtergemacht und ich dachte mir, so weil ich immer hier so eine recht hohe Luftfeuchtigkeit habe, mache ich das Ganze auf Kipp. Ich bin nächsten Tag wieder da, passiert schon nichts. Ja, und das war der Fehler. Es hat jemand das Fenster dadurch aufgehebelt. Also es ist quasi, ja, wie soll ich sagen, das lockt quasi Diebe an. Und dann, was war jetzt hier? Es wurde eigentlich nichts Großartiges entwendet. Es wurde viel rumgewühlt. Und ja, mir wurde eine Kamera gezockt, also mitgenommen. Ist ziemlich ärgerlich. Es war aber jetzt nicht diese, mit der ich filme, sondern eine ältere Kamera von mir. Ist nicht so schlimm, ist versichert, aber das Schlimmste jetzt, was mich belastet, ist dieses Gefühl, dass jemand hier drinne war. Und ja, kann ich jetzt leider nicht ändern. Ich muss einfach aus meinen Fehlern lernen und ich zeige euch mal jetzt, was ich dagegen getan habe. Und das war natürlich dumm von mir, das Fenster einfach auf Kipp zu lassen. Ich hätte es natürlich zumachen müssen, dann hätte ich vielleicht keinen Einbruch gehabt. Aber das Schlimme ist jetzt dieses Gefühl, dass da jetzt jemand drinne war. Ich habe jetzt immer Angst, wenn ich die Tür aufmache. Also ich bin jetzt ehrlich zu euch und dann denke ich so, oh, ist da jemand eingebrochen? Ist da was passiert? Und hätte ich die Kameras, die hier liegen, also es sind 3 Stück an der Zahl, hätte ich die schon vorher angebracht gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich den Herr abgeschreckt, weil er wäre oder hätte es gar nicht versucht gehabt oder die, ich weiß nicht, wer das war. So, schauen wir uns mal ganz kurz die Kameras an. Die sind von Reolink gesponsert. Wie gesagt, ich sollte das mal testen und ich hatte gesagt, hey, ja klar, warum denn nicht? Und
Link dazu findet ihr unten. Ich habe jetzt gerade schon zwei installiert. Eine große, die läuft per WLAN, sprich mit dem WLAN-System, was ich hier installiert habe für die Werkstatt, speziell für Livestreams. Die sitzt da oben, das ist eine sehr, sehr große. Die kannst du auch in der Nacht bedienen, die kannst du 360 Grad, glaube ich, schwenken. Die hat ein Mikrofon, das heißt, du kannst damit hören, aber auch drüber sprechen. Ist ganz, ganz toll. Auflösung 4K. Und draußen habe ich auch nochmal eine installiert. Die hat das gleiche, nur die ist extra für den Outdoor-Bereich. Und das Tolle, wie ich finde, die wird mit einem Solarmodul geliefert, beziehungsweise kann man extra bestellen, wie dieses hier. Und ja, die versorgt sich quasi mit Strom selbst. Was ich euch empfehlen kann, ist, setzt diese Kameras wirklich sehr, sehr hoch. Ihr habt dort einen internen Speicher, eine SD-Karte, die ihr selber reinstecken könnt. Und ja, das Ganze ist wirklich sehr, sehr einfach zu installieren. Hat mich von der Installation, wird einfach nur angeschraubt und die Software, das ist wirklich ganz, ganz einfach. In der App, im App Store, ladet ihr euch die App runter oder da ist auch ein QR-Code drauf auf der Bedienungsanleitung bzw. auf der Kamera und zack, ist das eingewählt auf dem Handy drauf und dann könnt ihr auf dem Handy auch gucken, wer da ist. Also ich hatte letztens sogar einen Fuchs gefilmt gehabt. Meistens filme ich mich selber. Ihr könnt den Bereich, den gefilmt werden soll, könnt ihr eingrenzen. Ihr könnt die Empfindlichkeit einstellen. Ihr könnt Tiere beispielsweise ausblenden, beziehungsweise dass die Kamera dann nicht angeht. Ihr könnt einstellen, wann das Licht angeht, die Qualität. Und also es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten mit dieser Kamera, die ihr machen könnt. Und das Tolle jetzt natürlich jetzt für meinen Leuchtturm, den wir zusammen bauen am See, da habe ich auch so ein bisschen so mulmiges Hinter- oder ja so mulmiges Gefühl. Steffi sagt immer so, hey, das ist doch eingezäunt, das ist ein Campingplatz, da passiert nichts. Aber ich denke mir so, doch, wie gesagt, ist alles selbsterklärend. Es gibt Videos dazu, das Ganze ist schon sehr, sehr verbreitet auf YouTube. Und ich habe jetzt auch mal die Kameras hier aktiviert. Und wir sehen jetzt hier eine Benachrichtigung auf dem Handy, Reolink Indoor. Du kannst auch das Ganze selber bezeichnen, ne? Den Raum und so weiter und so fort. Gucken wir uns gleich mal an. Wir machen jetzt erstmal die Kamera an. Also der Akku ist voll, der ist voraufgeladen und die Kamera, die macht jetzt nichts. Data call failed. Doch. Please confirm your cellular data plan is available or import. Sie redet mit mir. Ich habe jetzt auch mal die App gestartet. Und da steht jetzt hier bitte QR-Code auf dem Gerät scannen. Das habe ich jetzt gemacht. Und hier steht, verbinden sich mit dem Gerät. Fehlgeschlagen, erneut versuchen. Die Installation war wirklich ganz einfach. Er hat mich nach einem Passwort gefragt, also ein Passwort, was ihr selber erfindet, damit ihr dann einen Zugriff auf die Kamera habt. Und im Anschluss konntet ihr der Kamera auch schon einen Namen geben. Ich habe jetzt hier Leuchtturm eingegeben und danach hat er die Karte da drin erkannt, also den Speicher, den ich aufgerüstet habe. Also ihr braucht eigentlich gar keine Micro-SD-Karte kaufen, aber das Ganze hat er dann nochmal vormontiert und dann war auch schon die Kamera einsatzbereit. Also ich konnte die dann drehen, wenden, einstellen. Und das Tolle ist, ihr könnt wirklich dort viele, viele Sachen einstellen. Von der Helligkeit her, von der Qualität her, einen bestimmten Zeitenmodus, wann die Kamera angeht, wann die aufnehmen soll, ob sie sich überschreibt oder nicht, was die Kamera erkennen soll, ab wann sie angehen soll, filmen soll. Beispielsweise bei kleinen Tieren, Hasen, ich weiß nicht, was bei Vögeln, geht die zum Beispiel dann nicht an, wie empfindlich sie ist. Also gibt es wirklich ganz, ganz viele Einstellungsmerkmale, was ich richtig, richtig toll finde und was mir persönlich wieder so ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Es ist natürlich ein mulmiges Gefühl, dass da jemand drin war und ich habe auch gerade mein Video nochmal angesehen. Ich habe mich so ein, zwei Mal versprochen. Vielleicht ist es gar nicht aufgefallen, dass ich gesagt habe, Einbruchversuch. Es ist letztendlich, ja, es war ein Einbruch, aber die sind jetzt oder der, ich weiß nicht, wer es war, leider, ist halt nur in diesen einen Raum gegangen. Vielleicht wurden sie auch gestört, ich weiß es nicht. In der Hauptwerkstatt kamen sie jetzt nicht rein, weil da nochmal eine dicke Stahltür ist. Ja, ich fühle mich in keinen Ticken sicherer und ich erwische mich auch, dass ich tagtäglich das Ganze kontrolliere und auch die Aufnahme angucke. Meistens sind es irgendwelche Tiere oder Katzen, die da langrennen. Ist aber auch sehr interessant. Ich habe, wie gesagt, jetzt nochmal eine Kamera hier installiert in der Werkstatt und eine draußen vor der Werkstatt.
Und vielleicht auch ganz nützlich, ihr könnt den Paketdienstfahrer, damit könnt ihr auch kommunizieren, sprich ihr könnt darüber sprechen mit dem Paketdienstfahrer. Und ist auch ganz nützlich, wenn man eine Anlieferung kommt oder. Ja, hätte ich das gewusst, ne, dann hätte ich das hier alles schon vorher installiert und dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Oder ich hätte den Dieb ertappt und hätte dann vielleicht was für die Polizei, ich weiß es nicht. Aber ihr kennt ja dieses Sprichwort, ne? Hätte ich es vorher gewusst, naja, hätte Fahrradkette, so ist es nun mal. Ich werde euch mal die Links von Reolink unten in der Videobeschreibung hineinpacken und bedanke mich nochmal recht herzlich für die Unterstützung, denn es ist schon eine Aufwertung, man fühlt sich sicherer. Und es nimmt mir so ein bisschen die Angst jetzt. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn ihr Bock habt auf ein Leuchtturmprojekt, wie ich einen Leuchtturm baue auf dem alten Tagebaufundament, dann schau dir dieses Video an. Und wenn du eine coole mobile Werkbank suchst zum selber bauen, die du mit einer Sackkarre transportieren kannst und mit Euroboxen bestücken kannst mit Werkzeug, dann schau dir dieses Video an. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Achso, und ganz, ganz wichtig ist, in der Videobeschreibung verlinke ich noch mal ein paar Videos zum Thema Fenster und Türen reparieren, einstellen, sichern und Einbruchschutz für die Werkstatt allgemein, was du machen kannst beim Rolltor, bei einer Haustür, bei Fenstern. Schau dir es unbedingt mal an. Bis dann. Ciao.